Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von 4Independent. Heute werde ich euch zeigen, wie in Cinema 4D der Lichteffekt geht. Also das sieht dann so aus, also halt das Licht geht von da drüben, gerendert sieht es so aus. Das ist Licht so in die Mitte und ganz nach außen. Ah, verdammt. So. Ja, das geht dann einfach flüssig. Das würde ich jetzt zeigen, wie das geht. Zunächst lösche ich erstmal die Keyframes. So, also ich lösche mal alles. Dann gehen wir erstmal auf den Boden, da wir den Boden brauchen, wenn ihr wollt. Also Boden. Dann brauchen wir noch einen Text auf MoGraph, Motex, und ja, jetzt schreiben wir uns Namen dahin. So, wählen unsere Font aus, hier auf Font klicken und ich nehme dann wieder diese Schrift, wenn ich sie finde, die N, no, bla bla bla, keine Ahnung wie die heißt, ihr seht es ja. Drücken OK, ziehen uns den Text hierher, zoomen noch ein bisschen und stellen die Größe ein bisschen nach hinten. So, 80, ja. Jetzt können wir nur die Dateigröße anpassen. Ausgabe hier auf dem feigeligen Video, Film und Video können hier HDV, HDFV, HDTV 2725 Frames. Hier nehmen wir jetzt einfach die 29. Und ja. Das hat jetzt schon. Ja, okay, passt. Gut, so, kopiere ich den Text einfach gedrückte STRG-Taste und nach oben ziehen, gehen auf Deckflächenrundung, gehen hier auf Deckflächenrundung und wechseln die Ansicht, hier oben auf diesen Button klicken, auf dieses Fenster da und nach rechts und ziehen ein bisschen nach hinten, wieder zur Zentralperspektive wechseln. Jetzt können wir schon rendern, wie das aussieht. Ja, hier so passt es mir einigermaßen. Jetzt könnt ihr eure Materialien draufpacken. Ich habe jetzt die Materialien hier aus den Vorgaben mal genommen. Moment, es geht ganz einfach. Ihr könnt hier auf Presence klicken, Visualize, bla bla bla. Seht ihr ja Materialien und dann auf Metall und dann die zwei ausgewählt. Dann ziehen wir die einfach drauf, also das Dunkle ziehe ich nach oben, da das hinten sein soll, und das Helle nach vorne. Und jetzt beim Hellen müssen wir da draufklicken auf Projektion, ja, und dann gehen wir hier auf Fläche Mapping, damit das vorne ist und hier an der Seite. Wenn wir jetzt rendern, haben wir hier jetzt den Effekt da, so seht ihr. So, ich schaue, dass der Boden auch passt zum Text, da jetzt der Text auch in dem Boden drin ist, markiere ich einfach hier, drückt halten, Steuerungstaste in den Boden einfach weg, so, und ziehe mir den Text einfach hoch, zoom weiter rein und passe mir den genau an. So, jetzt noch für ein bisschen Schatten können wir jetzt hier auf das Licht klicken, wechsel wieder die Ansicht, hier oben auf das Ding klicken oder mittleres Mausrad und ziehe mir den ein bisschen so hoch. So. Ja. So, und gehen hier auf Schatten und hier auf Weich. Jetzt haben wir hier einen Schatten drin. Jetzt können wir das Licht nur anpassen, da ich das noch ein bisschen heller haben will. Ziehe ich das mir einfach weiter vor, ein bisschen weiter runter. Jetzt dürfte es eigentlich besser aussehen. Ja, so lasse ich das jetzt einfach mal. So, jetzt kommen wir zu dem allgemeinen Lichteffekt. Das geht einfach und ja. Also, wir gehen gedrückt halten hier auf das Lichtsymbol da und gehen ins Bordlichtquelle. So, da, jetzt müssen wir das erstmal hier um 180 Grad drehen, weil das muss uns anschauen, dieses Spotlicht. Das muss zu unserer Sicht gucken, sonst sehen wir das nicht. Und dann wechseln wir wieder die Ansicht. Sehr oft wird das gemacht. Oder mache ich das, sagt man so. Da ich das ja dann genau haben will. So, schau, ob es hier okay ist. Können wir vielleicht so lassen.
So, jetzt gehen wir hier auf das Spotlicht, gehen hier auf Linsen, gehen von glühen auf zum Beispiel blau. Das ist jetzt halt so ein Schein. Aber ich will das eher so flach haben, dass es schön vorbeigeht. Dann können wir hier bei Seitenverhältnis nach unten gehen. Ihr könnt es auch ein bisschen einfach so lassen. Ein bisschen dicker und bei der Helligkeit ein bisschen runter. Aber ich mache das auf 0,1. Jetzt ist es so ein Strich. Und ja. So, jetzt machen wir jetzt zur Animation. So, wir ziehen das Ganze zum F rüber. Wechseln nochmal die Ansicht nach oben. Und können jetzt hier drehen, damit es ein bisschen schräg guckt zur Kamera. Ups. Shift gedrückt halten, hier auf den kleinen Rand hier. So. Dürfte es jetzt gucken. Ändern wir mal. Ja, so schaut das schön aus. Jetzt gehen wir mal hier auf der Timeline auf Frame 0. Markieren das Licht. Und machen dann erstmal den Keyframe. Jetzt können wir zu Frame 70 oder 80. 80 gehen wir mal. Und jetzt ziehen wir das wieder rüber. Da wechselt ja wieder die Ansicht. So, ziehen wir das einfach hier mittendrin rüber. Und dreht es mir wieder. Moment, jetzt gehe ich. Ah, verdammt. So, ich packe einfach hier mit dem Grünen hier rein und ziehe das hier einigermaßen eine gerade Linie hinter. Und dreht es mir auf diesem Symbol. Ja, so. Ich schau mal, ob das sieht. Gut, sieht, ja. So, wenn wir jetzt. Müssen wir noch. Ach, verflucht. Nein, Idiot. Naja, jetzt auf einmal muss ich nochmal anfangen. Ja, wir müssen sollte ich hätte einen Keyframe setzen müssen, bevor ich da rumspiele. Naja, also ich ziehe das wieder hier rüber. So. Dreht es. Vielleicht nicht so weit. So. Mit Shift gedrückt halten halt. Und dann Keyframe setzen auf diesem Schloss. So, jetzt. Ha. So, jetzt sieht ihr hier die Linie, das wurde jetzt animiert. So, jetzt können wir hier stoppen, gucken, passt. In der Mitte. Ah. So. Und das ist der Lichteffekt. Animiert und ja, ihr könnt es jetzt noch immer bearbeiten, keine Ahnung. Ich euch überlasse, ihr könnt die Kamerafahrt einbauen. Bla bla bla. Ja, das war's jetzt von meiner Seite und ich hoffe, ich konnte dir dabei helfen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.